Im Alltag sehen wir eine Zunahme an Fußfehlstellungen und Schmerzen im Bereich der Füße und deswegen gibt es heute mal ein Video zum Thema Barfußgehen von mir. Barfußgehen liefert nicht nur stabile Sprunggelenke und beugt somit dem Umknöcheln vor, sondern kräftigt die Unterschenkelmuskulatur, verbessert den Schlaf, reduziert Stress, lindert Schmerzen, stärkt das Immunsystem, steigert unsere Energie und unser Leistungsvermögen und verbessert unsere Konzentration. Unsere Füße, das sind ein wahres anatomisches Wunderwerk aus 26 Einzelknochen und mehr als 30 Gelenken mit vielen Bändern, Muskeln und faszialen Strukturen, die perfekt zusammenarbeiten. Nun, wie können wir dieses Wunder der Natur im Alltag unterstützen und Beschwerden vorbeugen? Das geht ganz einfach mit dem Barfußlaufen. Das ist nämlich die ursprünglichste Art zu gehen und bietet weit mehr als nur ein angenehmes Gefühl. Das Barfußgehen unterstützt auch unsere Gesundheit insgesamt und bietet auf vielen Ebenen gesundheitliche Vorteile. Barfußgehen stärkt unsere Fußmuskulatur, unsere Wadenmuskulatur, fördert natürliche Abrollbewegungen und sorgt ganz nebenbei für eine bessere Körperhaltung. Unser Bewegungsapparat ist auch heute noch immer darauf ausgerichtet, barfuß zu laufen. Aber leider sind viele moderne Schuhe schädlich für unsere gesunde Körperhaltung und wirken destruktiv auf die natürliche Spannung in den Fußgewölben. Auch nur wenige Millimeter höhere Sohlen an den Fersen verändern die Stellung der großen Gelenke zueinander und führen auf Dauer so zu einer vorzeitigen Arthrose im Knie, in der Hüfte und in den Sprunggelenken und überlasten zusätzlich die Bandscheiben. Bei einer gesunden Körperhaltung sollten das Kniegelenk, das Hüftgelenk, das Schultergelenk und die Sprunggelenke alle im Lot liegen. Wenn wir natürlich die Ferse durch einen Absatz höher stellen, das kann auch im Rahmen eines modernen Sportschuhs sein, dann verändert sich die Gelenkstellung zueinander und die Auflagefläche der Füße ändert sich und somit kommt es zu einer Überlastung der Fußgewölbe, die dann einbrechen oder durchbrechen, nicht mehr stabil sind und somit führt es zu weitreichenden Folgen auch in den restlichen Teilen des Bewegungsapparates. Barfußlaufen ist sehr gesund. Allerdings sollten weiche Naturböden bevorzugt werden. Auf harten Böden sollten Barfußschuhe oder Socken als Schutz getragen werden. Befreie deine Füße so oft es geht von einengendem Schuhwerk. Ein gesunder Fuß setzt die Sohle nicht flach, sondern mit der Ferse, dem Groß- und dem Kleinzehenballen auf. Dazwischen spannt sich das Längs- und das Quergewölbe mit Hilfe von Muskeln und Faszien und Bändern und so wird eben ein gesunder Fuß gehalten. Die Muskulatur gibt beim Auftreten nach unten nach und die Faszien federn bei jedem Schritt unser Körpergewicht ab. Wenn Schuhe das Fußgewölbe zu sehr unterstützen oder auch einengen, wird dieses natürliche Nachgeben beeinträchtigt und die Fußmuskulatur wird geschwächt. Barfußlaufen trainiert die Muskeln im Fußgewölbe und stärkt den Federungsmechanismus und stabilisiert die Faszien. Regelmäßiges Barfußgehen fördert deine Gesundheit in vielen Bereichen. Das Risiko für Nagel- und Fußpilz kann durch Barfußlaufen reduziert werden. Im Freien sind nämlich die Füße trocken und häufiges Barfußgehen fördert die Durchblutung. Beides stärkt das Immunsystem. Beim Barfußgehen sollte man nach Herzenslust verschiedene Bodenbeschaffenheiten auskosten. Sand, Gras, Waldboden, Moos, feuchte Erde, Steine, unebenes Gelände. Am Anfang, wenn man es nicht gewohnt ist, kann das durchaus mal wehtun, aber keine Sorge, die Füße gewöhnen sich sehr bald an die neu gewonnene Freiheit. Ein Bodenparcours bietet verschiedene Stimuli und Herausforderungen. Bodenunebenheiten sorgen ganz nebenbei für eine natürliche und unentgeltliche Fußreflexzonenmassage. Ein vorsichtiges Herantasten ist für Ungeübte immer sinnvoll. Ist eine vorbestehende Polyneuropathie oder ein Diabetes mellitus Typ 2 bekannt oder Ödeme, dann bitte immer Barfußsocken oder Barfußschuhe tragen. Wer regelmäßig Barfußgehen übt, wird mit vielen gesundheitlichen Vorteilen belohnt. Der Schlafrhythmus wird sich verbessern, Stress wird gelindert werden, das Immunsystem wird sich stabilisieren und gestärkt werden und ihr werdet viel mehr Energie haben und euch besser konzentrieren können.
Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Schreibt gerne in den Kommentaren, wie es euch dabei gegangen ist. Schreibt auch, wo ihr vielleicht in der Nähe einen Barfußparcours gefunden habt. Und wie immer, achtet auf euch und bleibt gesund.